Jetzt geht's in die Breite. Ich habe euch gestern im Video noch gar nicht gesagt, darauf hingewiesen, meine ich, was auf diese roten Noppenpins. Ich dachte, dass sie sollen Abstand halten, aber scheinbar werden die gar nicht gebraucht. Was mich daran so stört, ist, dass die da drin nicht auch verbaut werden. Also, ey, Moment. Da hinten wären noch zwei leere Löcher Platz und vorne noch ein weiteres leeres Loch. Also, wenigstens hätten die komplett machen können. Aber nein, das, ach so, nein, die komplette untere Bank, das ist die, die man so verstellen kann, so ein bisschen. Die obere kann man gar nicht verstellen. Nur die untere. Das liegt daran, weil die obere Bank mit diesen Noppenpins da gegengekontert ist. Und ich glaube, sie sind noch ein bisschen breiter als die Leichtrinnen, wovon kein einziges drin verbaut ist. Und, jetzt haben wir erstmal ein bisschen angefangen, den Popo davon zu bauen und, also noch, ja genau, die Achsen sind jetzt auch noch mit drin. Die, also vorne die Achsen, die könnt ihr euch so vorstellen wie beim Class Xerion, verlinke ich euch in die Videobeschreibung, als ich die hellgrauen Dinger da mit den dunkelgrauen Vierachs-Bitstopp und den hellgrauen Achsstoppern-Scheiben da, wie heißt das, gemacht habe und dann da reingesetzt habe, war mir schon klar, der lenkt nicht. Also nicht wirklich, das muss man so. Und vor allem dann noch sowas, so ein Batman-typischer Lenkmechanismus zum Totschämen einfach nur. Und die hintere Achse, kein Differential, Starrachse. Wie beim Class Xerion Mini, verlinke ich in die Beschreibung, nichts Besonderes. Da wird noch nichts zu verziert, aber egal. Und neue Teile sind da drin. Von der Form erinnert es mich irgendwie an die Kabelklemme von Mercedes C-Trost, den ich zum Glück nicht habe. Ich meine, die Farbkombination dunkelgrau und grün. Meine. Oh, sieht es hässlich aus. Ja, pfui Teufel. Und vor allem dann noch der Preis. Ich meine, Funktion geil, aber Preis und Optik, nein, nichts für mich. Aber ich bin auch so nicht der Fan. Aber die Farbe davon gefällt mir sehr. Die Form nicht so, aber die Farbe. Das sind so neue Teile. Das sind so. Ich hoffe, dass die später noch eine weitere. Ist ja eben so Kanonengrau. Wisst schon, dieses dunkelgrau reflektierend. Ich hoffe, dass die noch eine weitere Funktion haben, als nur diese beiden Achspins zu halten. Die roten davon, die ist auch in dunkelgrau, wovon aber keins verbaut ist. Und die schwarzen, die es sonst noch in weiß geben würde, vielleicht werden die auch noch drin verbaut, aber haben die eine andere Funktion. Und versuche ich mal so einen Teil da rauszumachen. Das ist. Moment. Das ist so ein Achs-Connector, also da erstmal Achsverbinder und dann so wie bei diesen dunkelgrauen da, nur dass da halt eben kein Loch durch ist, sondern ein Schilder von zwei so Achsaufnahmen da. Das ist halt eben so, ja, keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie es dann weitergeht. Ich hoffe, dass die überhaupt irgendwie Verwendung bekommen. Wenn nicht, wäre dann einfach nur eine Arbeit, nur um Achskonnektoren zu verbauen und das will ich auf keinen Fall, dass es darauf hinausgeht. Genau, die Angriffspunkte soll ich auch noch verstecken, damit es nicht hässlich wird. Also unschön meine ich. Und ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass diese neuen Teile einfach nur dafür da sind, um diesen Liftarm da zu verbinden, da reinzustecken, woran die vorderen Flügel festgemacht sind. Ich hoffe sehr, dass sie noch eine nützliche Funktion haben. Ich bin echt sehr gespannt. Also, es läuft schon mal alles. Und ja, so ein bisschen was von der Haube wird auch noch so ein bisschen angefangen. Und die Armaturen sind auch schon drinnen. Nicht noch, sondern schon. Und nach hinten hin
Nach hinten hinaus ist das ganze Ding noch ein Loch länger geworden. Ich bin nicht gefangen in so Kategorien wie die meisten YouTuber, die halt sich ja mit so Sachen beschäftigen, dass die Systemsteine von Techniksteinen nicht unterscheiden können und einfach nur bei Systemstein bleiben. Also sagen wir mal eine Noppe länger, ich sage mal ein Loch länger, wenn es Technik ist. Wenn es Systemstein ist, sage ich eine Noppe länger. Also so bin ich. Ich will mal klar machen, worum es hier genau geht und das Ganze bestmöglich rüberbringen. Und ja, sonst hätten wir schon mal da im ersten Druck vom Bugatti, von diesen großen 400-Euro-Dings da, den ich so gern hätte, aber schade, ist nicht so. Sonst keine weiteren neuen Teile. Ach so, genau. Beim gestern Bauabschnitt 1, da habe ich erst gedacht, ja, hellgraue und gelbe dreierlange Achsen gemischt. Cool, es wird ein bisschen farbenfroher. Nein, das waren hellgraue fünferlange Achsen, die auf drei Länge abgedeckt waren. Also da ist zwar ein Bauabschnitt 1 mit drin. Und Bauabschnitt 2 sind jetzt endlich die hellgrauen drei lange Achsen da verbaut. Aber keine Sorge, die sieht man später immer noch da. Aber hätten die nicht einfach diese gelben drei lange Achsen darin verbauen können, dann hätte man die da nicht gesehen und da würde es einfach gut aussehen. Warum haben die das nicht gemacht? Ich verstehe es einfach nur nicht. Aber so ist es. Ich wollte dich nur darauf hinweisen. Und ja, jetzt, das ist jetzt Bauabschnitt 2. Und ja, ist so ein bisschen mehr dazu kommen. Ich habe mich gestern verzählt, ich habe gesagt, ich habe jetzt gedacht, es wären nur drei Teile, aber es sind fünf, aber es sind ja 1, 2, 3, 4 blaue Teile. Jetzt sind halt eben diese 1, 2, 3, 4, schon wieder vier weitere mit dazu gekommen. Ich habe gestern den Fehler gemacht. So ist es. Und ja. Jetzt geht's weiter damit. Und so, ups, keine Tüten mehr. Sollte es umfallen? Nein. Der Karton kann aufstehen, wenn er leer ist. Und er ist trotzdem umgefallen, obwohl eine schwere Anleitung drin ist. Ja, jetzt. Habe ich das nicht quer genug gestellt? Entschuldigung. Übergänge sind halt eben nur mal nicht so einfach. Und ja. Jetzt gehen wir mal drei Kategorien durch und dann sind wir fertig mit dem Review. Also erste Kategorie, also in dieser Reihenfolge auch. Neue Teile-Highlights, also mit Easter Eggs auch verbunden. Und Vergleich, genau, Vergleiche. Das, was man im Titelbild so schön sehen konnte. Habe ich gerade gesabbert? Keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Egal. Und vor allem, warum ich dieses Video so genannt habe. Ganz klare Sache. Dazu kommen wir so gegen Ende. Erstmal neue Teile. Neu daran ist erstmal. Bleibt es auf dem Karton stehen? Ich hoffe. Neu an diesem Set ist das, was man so sehen kann, diese dunkelgrau metallisch farbenen Dinger da, da sind diese schwarzen Miniaturflügel da angebracht. Sind ja keine Miniflügel mehr, sondern Miniaturflügel, also noch kleiner einfach. Schwierig zu beschreiben jetzt. Denn Mini. Nochmal, Mini-Flügel sind ja diese da, dann, was man so schön sehen kann. Und da, aber die sind doch mal eins kleiner. Wir kennen ja noch von unserem Pokémon Raupi. Der hat ja die Mini-Flügel und die noch kleineren Mini-Flügel. So, Raupi und Evoli wird uns zum Schluss noch was sagen oder so gegen Ende sowas. Erstmal zeige ich euch, woran das befestigt ist. Moment.
Ich muss erst mal Kotflügel abmachen und dann. Das ist ja nicht dran irgendwie, ne? So, das heißt, ich kann das einfach so. Also erstmal einfach nur Kotflügel erstmal abmachen und dann. Das kurz. Es reicht so aus, ja klar, passt. Aber das haben wir uns ja gestern schon angeschaut. Da muss ich nur das runter machen und die beiden Achspins raus, die drei langen. Das sind die neuen Teile. Das sind wirklich neue Teile. Das sind so. Die sehen ein bisschen so aus wie. Gestern könnte man es gut im Video sehen. Das sind die Dinger, die auch. Übrigens, die Armaturen da halten. Sieht ein bisschen so aus, ne, finde ich, so vom Design, aber anstelle davon, dass da so ein Loch durchgeht, ist einfach so ein, ja, sieht aus wie so eine Kabelklemme von Mercedes Citrus, haben wir ja gestern schon drüber geredet und so weiter und ach so, jetzt kommen wir erstmal gleich zu den Teil Highlights. Bevor wir hier weitermachen, genau da macht es keinen Sinn, wenn ich es da zeige. Diese Dinge da, diese Flügel ist daran befestigt und das wiederum steckt da drin. Also, das hat einen Sinn. Es kommt da rein. Jetzt ist da drin. Selbstverständlich. Hätte man es auch genauso gut mit sonstigen Teilen genauso hinbekommen können, aber ist einfach nicht. Warum? Keine Ahnung. Ist einfach so. Und ja, Moment, ich mache es kurz wieder dran. Gleich, gleich. Vorhin ist es ein bisschen biegsam irgendwie, ein bisschen nicht so stabil, egal. Jetzt Teile Highlights sind ganz klar. Ach, da muss man ein bisschen aufpassen, bevor wir zum Namen dieses Videos kommen. Teile Highlights sind alles diese da. Ich mach mal kurz die Tür auf. Das Lenkrad, das kennen wir. Von diesem Ding da, zwei Link in die Videobeschreibung und also falls ich einen Link dazu finden sollte, keine Ahnung. Und nach so eben das die beiden Teile und wo ist es, das da Neues, brauche ich ja gar nicht große Wähne und Moment noch eine Sache, genau, ist das Neues, wisst ihr auch schon längst, aber egal. Dritter Link in die Videobeschreibung. Lasst euch vom Namen nicht in die Irre führen. Es wird nicht so scary, wie das heißt. Das gehört ja einfach trotzdem mit dazu. Darum habe ich es auch so genannt. Und Drilling in die Beschreibung, ganz einfach. Achtet mal auf diese roten. Die gab es auch in dunkelgrau. Zeitgleich aber sind. Moment, ich mache am besten mal. Oder? Ja, das da ab. Die neu rausgekommen. Sind die alle vier nur Pins? Ja. Alle vier sind nur Pins. Die und was war das andere? Moment. Das andere, das war doch irgendwo. Jetzt habe ich es vergessen. Genau. Diese roten Noppenpins und es war doch irgendwo da vorne, ja genau da, das die beiden, also in einer Farbe, in ein Set, das war ja damals noch neu. Dritte Link in die Videobeschreibung. Ich zeige es euch da ganz genau, wofür es überhaupt gedacht ist und jetzt gibt es diese Pins aber auch noch in einer Farbe,
Da konnte man die schon so schön sehen und da und da hinten noch. Das sind halt eben so Schläuche. Also da, wenn ihr so außen reinsteckt, sind so Schläuche irgendwie. So Plastikschläuche, ich weiß nicht warum. Das sind keine Gummischläuche, sondern Plastikschläuche. Darum haben die auch so Löcher in den Enden. Kann man sie überhaupt sehen? Nee, natürlich nicht, wie auch. Ja, egal, kann ich es irgendwie abmachen? Geht es? Ja. Die haben halt eben so hohle Enden und es riecht natürlich nicht mehr dran. Das war aber auch zu erwarten, ne? Ach so, genau. Neben dieses Teil ist ja auch noch dieses Teil neu. Wo ich das euch zeige, ist ja egal, ne? So gesehen passt das Ganze ja. Und neue Teile, Teile halt Summer und was noch? Genau, Vergleich müssen wir noch machen. Jetzt kriegt es aber nicht mehr dran. Doch, ach, es hat doch noch geklappt. Keine Ahnung, egal. Vergleich. Den Vorgänger davon, Evoli, den gelben davon, den kennen wir noch, ne? Jetzt erstmal damit. Erstmal ist da kein Differential drin, sondern so eine Extra-Construction, für Linguine-Beschreibung wie im Klassixerion. Oder war es der erste Link in die Beschreibung? Ich weiß es nicht mehr. Das war der erste Link. Klassixerion Mini, erster Link in die Beschreibung. Und da kann kein Differential rein, weil da schon die Befestigung für den Motor ist und darum ist es unmöglich. Und dieses Video wird auch ein bisschen später online kommen, weil es einfach länger zum Hochladen braucht. Ganz einfach, ja. Und der direkte Vergleich. Die Anleitung davon ist absolute Grütze. Es macht keinen Spaß damit zu bauen. Und weil die Grafik einfach nur Schrott ist, das ist überhaupt nicht zu erkennen, so gut wie was gemeint ist. Also wie es abgebildet ist. Das ist einfach nur schlecht abgebildet, sehr schlecht abgebildet. Sehr schlimm, schlecht abgebildet. Da, also wenn ihr das baut und ihr fühlt euch schlecht, habt bitte kein schlechtes Gefühl dabei. Ihr könnt ja nichts für. Die Anleitung dafür ist wirklich, wirklich schlecht zu erkennen. Ist einfach so, ja. Und muss man auch mal dazu gesagt haben. Was noch, was noch, was noch, was ist noch? Genau, der wird auch nicht so fies gewinkelt und gebaut wie der da, aber auch dafür viel farbentspannter. Also der gelbe davon, der war auch so schön dunkelgrau, hellgrau und schwarz, also hellgrau, dunkelgrau und schwarz da unten, also sehr schön. Und die beiden sind eigentlich relativ baugleich. Nur dass halt eben da die A-Säule ziemlich weit hinter geht und da nicht so, das ist nur so ein kurzes Stück. Es sind drei insgesamt von, das ist dreimal das gleiche Teil und ja. Die haben ja noch den Print vom Bugatti, keine Ahnung, wie heißt es, nicht Bolide, wie heißt es, vom Bugatti Veyron, Chiron, keine Ahnung, wie auch immer das ausgesprochen wird, ich habe keine Ahnung davon. Und das da nicht befestigt wird, hat einfach nur was mit dem Winkel zu tun. Das soll freischwebend bleiben. Da ist nur die Lenkung zu sehen. Und also da ist nichts. Ich zeige euch jetzt mal den Motor. Den kann man da sehen. Da ist der Klackenmotor. Beide Seiten ist total unnötig jetzt, aber egal. Kann man nicht sehen, ist so ein dunkelbraun. Ist aber auch echt fies zu zeigen, das ist so blöd, das kann man nicht richtig zeigen. Und ach so, jetzt verstehe ich auch,
warum da auf diese Fliesen keine, warum die Fliesen da sind, keine Ahnung, die sind halt einfach runde Fliesen einfach so aufgenobbt. Das, ja, da, wo, ja, das, so, ist einfach so. Und sonst noch was, ja, auch schon wieder ziemlich fette Türen und auch seitlich verkleidet mit so Systemsteinen und sonst noch was. Ja, die Kotflügel finde ich immer auch gut mit den Vergleichen. Und sonst sind da noch ein paar Teile mit draufgekommen. Das Blöde daran ist einfach, ich versuche die ganze Zeit, das möglichst weit hoch zu machen, aber dann ist dieses schöne X, was da eigentlich sein sollte, nicht mehr. Weil es dann so gerade ist und sonst schrammt es so auf dem Tisch und das ist halt eben das Blöde daran. Also das X bekommt man da nicht so schön hin. Die unteren Strahlen sind halt eben eher flach, nicht so schön xig, so gleichmäßig. Das geht halt einfach nicht anders. Das, vielleicht gehört das auch so, ich habe keine Ahnung. Und ich weiß auch nicht, warum das da so schräg zulaufen muss. Da sind so hässliche Löcher drinnen. Gehört das so? Ich weiß es nicht. Kann sein. Und jetzt kommen wir halt zu etwas, was mir so gar nicht an diesem Set passt. Und das ist, also warum das stabil ist, ganz einfach, weil die Systemsteine so bombenfest sind. Aber ey, ist auch kein Wunder, die sind mit Tausenden von Pins festgenobbt. Das hört gar nicht mehr auf. Und es sind die Haardrainer-Noppen-Pins. In Rot, in Dunkelgrau. Ich wünsche jetzt natürlich noch, dass die dunkelgrau werden. Oder noch besser in Blau, also in so ein helles Blau. Denn das hat nichts mit dem Alterungsprozess zu tun. Das ist ja auch so ein helleres Blau. Also ganz entspannt. Ja, klar sind Aufkleber drauf. Ich habe ja gesagt, ich mache da keinen Aufkleber drauf, weil es sonst. Nein. Nein. Nein einfach. Also wirklich nein. Also nein, nein. Also nein, überhaupt nicht. Ja, das ist halt eben ein bisschen doof, denn das eine, das andere da vorne, ja, das macht mir weniger was aus, das geht ja noch, aber sonst da, ach so, das bleibt da so, ne, ist nur vorne, das ist ein bisschen wackelt. Aber dass es da nicht festgemacht wurde, das kann man jetzt so drehen, das finde ich ein bisschen doof. Wenn man das da vorne nicht zwischen hat, dann kann man das drehen, wie man will, und dann passt gar nichts mehr. Aber sonst, ja. Die Dinger werden ja so gut wie gar nicht mehr verbaut, vor allem das geile Lenkrad, das ist vielleicht eher, aber das, diese schrägen Dinger da, ist halt eben schwierig, ne, also diese da. Und, Moment, was wollte ich noch, zeigen? Ich wollte schon gerade genau sagen, dabei bin ich ja noch nicht mehr so weit. So, jetzt genau, da beim Bugatti-Label, da denkt man jetzt, ah, da ist die 1x1-Fliesen, die sind immer bedruckt. Ha, gar nicht. Da gehören auch Aufkleber drauf. Moment. Ah, genau, da habe ich gerade das da reingemacht. Sind die beiden 1x1-Aufkleber, die kommen da hinten drauf auf die Fliesen, damit das Ganze am Ende so aussieht. Toll, ne? Finde ich auch. Bestes Leben einfach. Und darüber brauchen wir gar nicht erst reden. Das ist selbsterklärend. Warum soll ich das auch tun, ne? Also bitte, ne? Danke, da verzichte ich mal schön drauf. Und morgen zeige ich euch noch im Video, wie das ganze Ding frisch gebaut bei untergehender Sonne aussieht. Sehr bescheiden, ne? Aber so blöd bin ich ja halt eben nur mal. So bin ich, ja? Und sonst noch was, ne? Aber ich finde es schön, dass man wieder mehr von, ja, mehr von diesen Dingern da verbaut sind, ja. Und die Farbseuche hält sich da echt in Grenzen. Wie ich gestern schon gesagt habe, mit den drei Achsen,
Ja, egal und sowieso. Sonst noch was? Moment. Ja, auch die Türen, die lassen sich nur schwer aufmachen, weil es einfach viel zu eng gebaut ist. Ganz einfach. Es passt nicht. Es passt nicht. Es passt einfach nicht. Da ist die Konstruktion dran schuld. Da hat sich niemand verbaut dran, wirklich. Und ich habe gestern noch die letzten beiden Bauabschnitte am Tag geschafft, habe mich noch ein bisschen damit gestärkt, damit ich das überhaupt durchhalten kann. Übrigens sind da auch kein, ja, sind zwar Bälle drauf, aber da sind keine Hüte mit dabei bei einigen davon. Das ist komplett hutbefreit. Das ist einfach nur Werbedeko. Ja, und sonst, ja, soweit erstmal. Und genau, da sind auch diese dunkelgrauen Noppenpins, die halt drinnen. Die Pin, ich meine, die Noppenseite davon, die ist ja eben dazwischen. Wir bin mit so schwarzen, mit vier so schwarzen dreilangen Stäben so miteinander verbunden. Andere Seite natürlich ist so ein schwarzer, zweilanger Hartränder-Pin drinnen und da wird es dann durchgesteckt. Ist klar, ne? Ist ja nichts Neues und. Ach ja, sonst. Ja. Wobei ich glaube, das ist auch eher egal. Und vor allem das da hinten, da habe ich mich ständig verbaut, weil es halt eben so blöd gemacht wird, dieser Diffusor. Das ist auch sowieso. Ach, keine Ahnung. Ist mir auch so egal. Der Alexander Bloch von Automotor und Sport TV, der erklärt ja beim Porsche, beim Lego Porsche Technik, wie der Diffusor wirklich funktioniert. Egal, schaut selber oder nicht, egal. Und am Mittwoch ich schaue jetzt nach Feierabend, ob ich den Löwen finde. Wenn nicht, dann zeige ich euch den Jadasen. Den habe ich gestern Abend auch noch gebaut. Der steht noch da im Schrank, damit er nicht verstauben kann. Und so weiter erstmal. Und ja, das war auch alles. Also, bis dann erstmal. Ja. Ach so, genau, eine Sache noch. Ist Ding überhaupt 50 Euro wert? Das sind 35 Euro. Und Moment mal, davor war da auch noch was. Was ist denn damit? Was ist denn dann wert? Ich sag's euch, 30 Euro ist es eigentlich wert. Aber mit diesen, wie heißt denn das? Ihr wisst schon, dieses. Ach so, die Flosse in der Mitte, die ist sehr stabil. Sieht nur wackelig aus, aber es hält gut. Da kann nichts passieren, wirklich. Auch wenn ich, ja, da, aber sonst. Ist eigentlich schon sehr stabil. Und ja, da ist halt eben Inflation mit drauf, denn wie Baerbock schon gesagt hat, ist überhaupt die Annalena Baerbock. Ich sehe immer nur einen Namen dabei und ich lasse mir auch immer sagen, dass das die Annalena Baerbock ist. Vielleicht ist ja auch irgendjemand anders oder niemand, keine Ahnung. Für mich sind Politiker auch fremde Menschen, also niemand damit. Keine Menschen einfach. Die sind einfach für mich nicht da, also. Ja, und so gesehen sind die schon 50 Euro wert. Inklusive Lego Premium Bonus. Ja, das ist ein bisschen doof, aber den in Gelb, den Fonger davon, den habe ich schon für 35 Euro gesehen. Lohnt es sich, den schon jetzt zu kaufen? Nein, wartet einfach. Lasst euch Zeit. Ihr müsst ihn noch nicht haben. Lohnt sich eh nicht. Vor allem nicht mit so einer Anleitung. Verwende die Teile für was anderes. Das ist ein toller Teilspender, wenn er hart rabattiert ist. Unter 35 Euro selbstverständlich. Und sonst würde ich euch. Nochmal. Sonst würde ich euch eher raten, ach so genau, warum da so Noppenpins drin sind. Keine Ahnung, es gehört so auch da. Das sieht man immer noch, dass da so. Aber egal. Auch da die Noppenpins, die roten da, die auch halt drin sind und eine andere Farbe,
Die haben keine Verwendung. Die halt nicht mal was stabil. Die sind da einfach. Kann man sie überhaupt sehen? Wenn nicht, dann keine Ahnung. Ist mir auch so egal. Aber sonst finde ich das Set schon cool. Aber wartet noch, bis der halt rabattiert ist. So ab 40 Euro will ich es mir erst überlegen. Davor nicht. Das lohnt sich nicht. Aber immerhin noch ein blaues Auto. Meine Family. Passt doch. Und nur dafür allein habe ich das gemacht. Und ich finde blaue Fahrzeuge einfach nur viel schöner. Und ich finde, es macht das Ganze ein bisschen magisch. Ja, Evoli hat so seine Farbe geändert. Ist ja auch ein Evolutions-Pokémon. Oder keine Ahnung. Ich habe halt eben so wilde Fantasien, ihr wisst schon. Es muss halt einfach immer alles sein. Und ja, ich muss jetzt zur Arbeit. Bis morgen, ciao.